So. Oh je, das anders Duell. Wie viele? Es sind noch genug Duelle. Ich will nämlich auf jeden Fall erstmal diesen Booster bekommen. Ich guck mal im Kurs. Den haben wir bestimmt noch nicht. Ich verpasse sowas ja gern mal. Ah, nein, haben wir noch nicht. Yuri führte die Invasion der Angreiftruppe Obelisk in die Synchrodimension und versetzte New Domino City in Aufruhr. Lancer, seid in diese Dimension gekommen, um uns genau davor zu beschützen, oder nicht? Die Lancer sind gekommen, um bei der Verteidigung gegen diese Feinde zu helfen. Sie sollten gemeinsam mit euren eigenen Duellanten agieren, als vereinte Kraft. Die Angreiftruppe Obelisk hat Celina aufgespürt. Hahaha. Celina! Klar! Meine Güte, Leute, ihr könnt euch entspannen. Sora, es ist so schön, dich zu sehen. Schön, ihn zu sehen? Bist du verrückt? Hast du vergessen, dass es Shay verprügelt und versucht hat, mich auch zu erwischen? Entspann dich, ich will helfen, nicht dich zurück zur Akademie bringen. Wir sind auf der gleichen Seite. Warum sollte irgendjemand freiwillig die Verliererseite wählen? Er sieht genau so aus wie ich. Nein, tut er nicht. So viele Verräter auf so kleinem Raum. Der Professor wird nicht glücklich sein. Ich habe dich endlich gefunden, du Schlange. Wie üblich ist dein Timing schrecklich, Pogo. Merkst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Na und? Das hast du davon, Rin zu entführen. Der Professor bekommt, was er will. Er wollte Rin haben und jetzt will er, dass ich Selina zu ihm bringe. Jetzt ist Schluss, du Mistkerl. Du meinst wohl, jetzt ist Schluss für dich, Dummerchen. Deine Gewinnchancen sind gleich null. Klingt gut, hä? Huh? Das ergibt keinen Sinn. Aber ich werde dich einfach schlagen. Ich kann es einfach nicht glauben, dass ich mich mit diesem Idioten duellieren muss. Doch, doch, glaub das mal. Dieser Idiot ist bereit zum Kampf. Lass uns duellieren. Oh Gott, danke. Naja, die wird aber mit C geschrieben. So. Du kannst dein Geschwindigkeits-Roid-Monster. So. Wir wollen auf jeden Fall Glasflügel-Synchro-Drache wiederholen. Auch Chanmara war sehr geil. Also sehr nice. Der wurde ja immer stärker. Ich
Ich glaube, den hole ich. Also 5. Dann brauche ich den Effekt noch nicht mal einzusetzen von dem. Dann. Was kann eigentlich das da? Während eines Spielzugs des beliebigen Spielers, du kannst diese Karte als Tribut annehmen. Erhöhe die Stufe aller Monster, die sich derzeit. Na komm, nehmen wir die. Und Synchro Shoken! Noch durch Karteneffekte als gestischer am Beginn. Das Damage der Versist gegen ein Monster deines Gegners ist. Kannst du das Monster das Gegner zerstören? Das ist das. Das Monster des Spielfeld versetzt, zerstöre die Karte. Also die Karte. Es ist, ich habe gerade noch nachgelesen, ob wenn diese Karte zerstört wird, dass die dann auch zerstört wird, aber zum Glück nicht. So lässt sich kämpfen. Ah, okay. Ja, komm, machen wir das mal, dann passiert auch nichts. Weitere Karten? Nein. Warte mal, was für einen Effekt könnte ich noch? Ist diese Karte von deinem Schreiber? Nein. Das mache ich nur, wenn der Gegner wirklich angreift, wenn er wirklich verrückt ist. Okay, das ist ungewöhnlich. Was hat er vor? Noch nicht. Was macht der da? Er vernichtet. Warum? Ich mache mir hier so ein. Ah. Na, ich hätte. Ja. Mm-hmm.
kannst deinen Empfänger mal im Friedhof eines beliebigen Spiels, das wir im Beschwörungszeitschirm auf deiner Spielfeldseite. Ich hab glaub keins, oder? Weil ich hab's doch. Oh, ich hab's vom. Ah, verdammt! Na, ich kann den Effekt nicht einsetzen. Ich kann es gerne mit dem Maus probieren, aber das wird nichts. Sag ich doch. Leider. Ach, verdammt. Brauche nicht angreifen. Seine Effekte werden alle zusätzlich für mein 6. Warum? Noch nicht. Ach, warum kann der sowas? Diese Runde, also die nächste Runde, das ist meine Runde. Da muss ich jetzt reißen. Hör auf! Verbanne bis zu zwei Geschwindigkeiten aus dem Spiel vor Zerstörung. Bis zu zwei. Fünf. Ja, super. Damit kann ich null anfangen. Ein Monster vom Typ Maschine abwerfen und dann ein Monster auf die Spielfeld. Wenn wir ihn zerstöre, sagt, das könnte ich auch noch machen können. Oh. Ich habe nicht mehr so viele Lebenspunkte, das könnte übel ausgehen. Ich muss also die nächste Runde überstehen. Was hätte ich wieder.
kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, sofort nach diesem, nachdem dieser Effekt aufgelöst wurde. Beschwöre einen Wind-Synchro-Monster als Synchro-Beschwörung und verwende dabei Monster, die du kontrollierst, einschließlich einem Geschwindigkeitsempfängermonster. Stimmt. Das geht ja auch. Was? Super Polymer. Nein! Wir sind tot. Warum mache ich mir noch Hoffnung? Dass das hätte was werden können. Ein neues! Wir hatten ihn! Aber dann fusioniert er ja noch mehr! Ich hätte diese Synchro-Beschwörung schon vorher machen sollen. Habe ich gesehen, dass ich das gekonnt hatte. Oh nein, der will gleich schon in der ersten Runde fusionieren. Willst du mich verarschen? Der hat jetzt schon zwei Fusionskarten auf der Hand. Ich bin auch irgendwie doof, ne? Das war jetzt richtig doof. Diese Karte hast du was. Beschwöre ein Geschwindigkeits. Okay. So, Synchro-Schocken. So, Glasflügel.
okay. Ich habe immer Angst, wenn er irgendwas beschwört. Oh nein. Warte mal. Einmal pro Spielzug, wenn der Effekt eines anderen Monsters der Stufe 5 oder höher. Einmal pro Spielzug, wenn ein Monster aktiviert, der. Als der Effekt dieser Karte ein Monster zerstört. Also, ich aktiviere einfach mal. Das hat mir nicht den Arsch gerettet. Ja, der Glasflügel, der macht's. Der macht den Unterschied. Ich glaube, den hätten wir auch schon. Alter, was? Yuya, Yugu, Yuri und Yutus Geister waren an einem Ort vereint und verfielen in eine Trance. Wiedervereinigung als eins. Wiedervereinigung als eins. Wiedervereinigung als eins. Wiedervereinigung als eins. Ich erstehe wieder auf. Yuya. Susus Stimme durchbrach die Trance und Yuri und Yugo verschwanden. Ohne Yuris Hilfe weiß ich nicht, ob wir das Mädchen noch kriegen können. Ziehen wir uns vorerst zurück.